Kinder wegen Werken. Die läppische Furcht. Sprecht ihr nur vorschriftsmäßig Recht dort auf dem Richterstuhl, wenn der Gerichtsrat gegenwärtig ist, damit der Traum vom ausgehulsten Richter auf andere Art nicht in Erfüllung geht? Gott grüße euch, Richter Adler. Eine Woche. Willkommen, liebe Herr, in unserem Hause. Wer konnte diese Rechnung warten? Wer konnte so freundlichen Besuch sich auch erwarten? Ich komme ein wenig schnell, ich weiß. Und muss auf dieser Reise im Dienste unserer Staaten zufrieden sein, wenn meine Wirte mich mit wohlgemeintem Abschiedsgruß entlassen. Was meinen Gruß betrifft, ich mein's von Herzen. Schon wenn ich komme. Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspflege auf dem flachen Land verbessern, die mangelhaft von mancher Seite scheint. Und strenge Strafe hat der Missbrauch nicht erwartet. Doch mein Geschäft auf dieser Reise ist noch kein strenges. Sehen soll ich bloß nicht strafen. Und finde ich gleich nicht alles, wie es sein soll, freue ich mich schon, wenn es erträgt. Bewahr, so eben Henker und mein Lohn. Wir werden hier nach den alten Brauch im Recht zu haben ist. Wollen wir in den Niederlanden auch seit deinem Fall die Rüsten schon bestehen? Was ist die Zeit? Die Gedanken nicht erfinden. Die Welt sagt uns das Sprichwort, wer stets blüht. Verbeutung, ein kleiner Teil der Welt. Auf jeden Fall als ein Teil nur der Allgemeinheit. Ja, die Justiz in euch übrigens auch. Ich überzeugt euch, wenn ihr ja abgenommen, wenn du wirklich nicht gewährt, als unsere Justiz auch völlig zufrieden wird. Ich werde dann noch ein Stück von meinem Horn sprechen. Meint er, dass die Justiz ein Töpfer ist? Und käme die Hochmögen, denn so Bett und Schürze vor und Trügen zum Ofen, die könnten sonst was in den Gruppen tun, als ihn entschädigen. Entschädigen. Lass er sie, Vater Volker, mir. Der Drache. Ja, es ist der zerbrochene Krug, nicht der Siebpunkt. Die Hochzeit, das ist die Locke, komm an. Mit Gewalt direkt sie zu flicken. Ich aber setze noch als Frau. Verflucht bin ich, wenn ich die Mätze nehme. Der alte die Hochzeit, die hier flicken. Das stimmt, diese Hochzeit. Lange schon vor mir, wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern. So fassen Sie mein Brief jetzt mit den Händen. Und schlüg sie gerne über Kopf in zwei. Ach, die Hochzeit. Ja. Ruprecht. Staffinia. Liebster Ruprecht. Fort. Was ist das denn? Du gehst zu mir, wenn ich uns umbrechen, wer weiß, wohin der Krieg dich führt. Ob ich dich je im Leben wiedersehe? Krieg ist es. Der Ende Krieg, in den du ziehst. Willst du mit solchen Grollen denn von mir schaffen? Grollen, nein, du hast doch. Gott, wenn ich dich oder wie in der Hände liegen kann. Doch schicke mich der Krieg auch dann, wo der Pfeffer wächst. Und müsste ich mich mit Menschen fressen in der Südsee schlagen. Und kehre mich aus dem Krieg in den Besuch zurück. Und würde den Häusern 80 Jahre alt. Du willst ja selber vor Gericht beschwören. Weg hier, was sagt dich hier? Willst du dich noch beschimpfen lassen? Der Herr Korporal, was für dich? Ja. Der würdige Herr Holzgeweih, der führt den Stock im Militär und nicht dort der Maulaffe, der dem Stock jetzt seinen Rücken bieten wird. Mutter, lass doch den Krug. Was? Lass mich doch in der Stadt versuchen, ob ein geschickter Handwerksmann die Scherben nicht wieder euch zusammenfügt. Die Wunde am Schienbein macht nur Schwierigkeiten für ihre Sache. Ich muss zu Bett gehen. Zu Bett? Ihr wollt? Ich glaube, ihr seid verrückt. Ich muss mich übergeben. Ich weiß nicht, was man...
Jahr. Was ist es, das ihr mir bringt? Er wird's schon hören. Ist nur der Grund dort, den ich so viel ich weiß? Ja, mit zerbrochenen Kuchen. Nichts weiter? Nichts weiter. Nichts? Gewiss nicht? Sei du? Er unterschätzt. Die Matesse ist der Faktur. Rief nun. Das ist knapp liegen. Das kannst du heute das Jahr geholt. Das heißt, der Ruprecht in Batavia präpiert. Du weißt nicht, an welchem Fieber. Was Geld, was Schaden. Sprich nicht mit den Parteien, Herr Richter, vor der Verhandlung. Setzt euch und befragt sie. Was habt ihr? Was ist Ihnen noch ein Nachweisbefehl? Deutlich sage ich euch, dass Sie nicht eigentlich vor der Sitzung mit den Parteien zweideutig gefragt haben. Seht ihr mit Verlaub, wie Scherben sind. Der schönste aller Trüge ist der Zweigeschlagen. Na hier! Gerade auf dem Loch. Jetzt nichts. Sind die gesamten niederländischen Provinzen dem spanischen Philipp übergeben worden. Hier im Ornat stand Kaiser Karl der Fünfte. Und dem sind nur noch die Beine stehen. Hier kniete Philipp unter Fingerkronen. Er rückte doch. So das Hinterteil geht auf selbst das hineinstoßen kann. Hier in der Mitte mit der heiligen Mütze sah man den Erzbischof von Arras stehen. Den hat der Teufel ganz und gar geholt. Hier stand rings die Häuser, seht. Vom großen Markt zu Brüssel hier. Guckt doch eindeutiger zum Fenster raus. Doch was der da jetzt sieht, das weiß ich nicht. Warum macht der Rasmus das, weil es so tot wie ein Besessener? Hey, Peter! Was? Ja, ja, verdammt. Sie da, Frau Martin. Ja. Noch 10 Jahre. Davon fühle ich mir wie ein Geier ausgerüstet. Ich stelle ihn da zur Rede, was er hier so spät zu suchen und in die Krüge tobend einzuschlagen habe. Und er zur Antwort gibt er mir jetzt nach. Er lunkelt der Niederträchtige aufs Rad. Na. Meine Verrückung. Komm, zusammen. Ich kann schon mal schon wieder mit der Halle. Die Stunde läuft. Der Lebrecht, wenn ihr da kurz die Wahrheit sagt, der hat auch einen bösen Fall gemacht. Und meine Herren, wenn hier die Sache wie fast fürchte unentworfen bleibt, so werdet ihr in eurem Auge den Täter leicht noch an seiner Wunde erkennen. Hier, Schneider. Und ein guter Offenheimer. Auch hier, Schneider, gnädiger Herr. Als wenn ich ihn geholt, ich grüße ihn vor 3 Jahren an der Kälte. Wie hoch ist euer Fenster dort, Frau Marke? Mein Fenster? Das Fenster in der Kammer, ja, wo die Jungfer schlägt. Kammer? Nur im ersten Stock und Keller drunter mehr als 9 Fuß. Das Fenster nicht verboten. Jedoch sehr ungeschickt zu springen. Oh ja, völlig. Denn auf 2 Fuß steht von der Wand ein Weinstock ab, der seine knotigen Äste langt und ein Spalier treibt, längs der ganzen Wand. Das Fenster selbst ist noch davon umstrickt. Das hätte selbst ein Teber mit den Auern Mühe durchzubrechen. Das ging auch keine Tricks. Meint ihr? Das geht so. Wie kann er denn dich? Ach, wegen dieser feierlichen Schmuck. Was für ein feierlicher Schmuck? Ja, hier die Perücke. Wer sah den Teufel den in solcher Vorhabschluss? Wir wissen hierzulande nur unvollkommen, was in der Hölle Mode ist. Man sagt für gewöhnlich, trägt ein eigenes Haar, doch auf der Erde, da bin ich überzeugt, da schmeißt er sich in die Perücke, um sich den Honorationen beizumischen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts. Schließt die Verhandlung. Ich will nicht. Ihr hofft jetzt nicht.
Jetzt. Glaubt ihr nicht? Ich der Ritter und der Richter hätte den Weinstock der Ritter einfach nicht. Verhütet Gott. Die Eure ist ein Feuer wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Vielmehr vergibt der gnädige Herr, die Katze hat gestern in seinem Gedunkt. Wenn ihr der Anstein nicht verdammt, so beeilt euch nicht, bitte. Ihr, solange die Jungfrau schweigt, begreifen nicht, mit welchem Recht ihr mich beschuldigt. Mir gilt es Ehre. Und bis dahin, dass wir den Hals ins Eisen stecken, seid ihr auch Richter. Er dort, der dort sitzt, der Unverschämte, der selber war's. Aber schweigen, ich will bis dahin nicht ertragen. Auch Ruprecht, er war bei deiner Ehe vergessen. Mein Vater. Wer? Er doch. Er, ja, er hat den Krug zerbrochen. Auch Ruprecht, geh Ruprecht, geh schmeißen, so wie du willst. Halt doch! Gleich. Wer hier oben auf? Das Eisen ist verdient, geh Ruprecht, geh schmeißen vom Kanal runter! Verzeiht, ihr Herr! Verzeiht! Freut ihn! Hast du ihn? Doch, mein Teufel! Blitzschlag und Donnerwetter! Es ist ein Mandelblut! Thank you.
gnädiger Herr, nehmt